Willkommen zurück zu Dynasty Warriors 6 Empires. Weiter geht's hier mit der Einnahme Chinas. Die letzten 5 Länder warten auf uns. Wir haben schon fast alles jetzt erobert. Wir haben im letzten Part wieder einmal verteidigen müssen. Da ich aber hier diese Verteidigungskarte aktiviert habe, ging es jetzt einigermaßen. When word of the crisis reached us, we came as soon as we could. Our full strength is at your command. Oh, bedeutet das, dass jetzt wieder die Truppenstärke wieder vollständig ist? Angelockt durch den Ruhm von Liu Bei haben sich Freiwillige versammelt. Die Truppenverbündete Offiziere wurden regeneriert. Natürlich bedeutet es das. Das passt jetzt auch gut zu Liu Bei, weil Liu Bei hatte ja viele Freiwillige an seiner Seite. Bauern, ärmere Leute und so haben sich dem auch angeschlossen, weil sie eben halt von seinen Taten und von seiner Einstellung ihm begeistert waren und sind ihnen dann gefolgt. Deswegen, das passt richtig gut zu Liu Bei, dieses Event. Ist das sehr schön. Für 3 Monate erhöhen sich die Ressourcen um 1. Problem ist, dass wir eh maximale Ressourcen haben. Und das ist quasi die bessere Version. Na gut, kostet auch 1 mehr. Okay, wir aktivieren auf jeden Fall wieder Guan Yu. Oh, ist das sehr schön. Nach der Schlacht mit Unterstützung eines Verbündeten. Nach einer Schlacht mit Unterstützung eines Verbündeten. Dann musst du aber Unterstützung von anderen Herrschern haben. Haben wir nicht mehr. Können wir auch nicht mehr kriegen. Insofern lassen wir das. Na, ja, das brauchen wir nicht. Wir haben eh maximale Ressourcen. Oder kann man noch mehr als 6 Mana haben? Das müssen wir immer aktivieren. Das ist jetzt das Wichtigste. Weil sonst wird es wieder eine Quälerei, wenn uns einer angreift. Na, ja, aktivieren wir das wieder. Angriff und Bewegungsgeschwindigkeit erhöht. Pretty nice, I guess. Ah, die sind alle maximiert. Hier sind ein paar Geschwächte drin. Ja, dann greifen wir natürlich die Geschwächten an. Wow, Jackie Fay Level 43. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, Chao Yun werde ich wohl doch nicht mehr nehmen. Freunde, Level 34. Aber keine Chance. Wir haben aber keine Chance gegen die von Zhao Zhao. Ich weiß nicht, welches Level die mittlerweile haben. Mit Jackie Fay haben wir echt gute Karten. Besiege Yujin. Okay. Den haben wir denn hier? Diao Chan. Shao Yuan. Hey, Chen Wu, der war mal bei uns. Jetzt hat er uns verraten und das putzt auch so. Ne, ich hab ihn entlassen. Tian Yu, ja. Wir wollen jetzt Part Verschärfungstrupp. Oh, Li Din, mein Freund, ist auch da. Geil. Was nehmen wir denn hier mal Schönes? Ja, oh, kann man mal nehmen. They're no match for us. Let's beat them down and get out of here. Lieber erstmal Shao Yuan besiegen. Ah, hat natürlich wieder seine berüchtigte Aura jetzt gemacht. Haben ihn schon mal herausgefordert. Wir hatten keine Chance. Doch das ist 3-4 Parts her. Wie sieht's jetzt aus? Letztes Mal habe ich den echt nicht geschafft, den Shao Yuan. Da war nichts zu machen. Aber Zhao Zhao eben halt noch so mega überlegen. Ja, jetzt geht das ganz gut. Hält aber immer noch einiges aus. Na, wobei. Na, es geht schon. Oh, die haben auch Konzentrieren aktiviert. Sehr, sehr gut. So, dann wollen wir mal das hier nicht einnehmen. Weil. Denn es ist auch viele Offiziere, die besiegt werden müssten. Wäre auf jeden Fall empfehlenswert. Oh, Verstärkungsturm, die hat doch keiner gebraucht, ey. Keiner nachgefragt. Geht wieder dahin, wo der Pfeffer wächst. Wo wächst eigentlich Pfeffer? Ich hab doch keine Ahnung. Aber geht da jedenfalls wieder hin. So, die Diao Chan. Ja, Fun Fact. Im taktischen Spiel The Legend of Cao Cao. Da kann man ja auch mit Cao Cao tatsächlich Diao Chan bekommen. Die joint dann der Armee, der Way-Armee. Ja, der pushing us back, ich kann gar nichts. Ohne Zhang Fei kann ich gar nichts, sag's doch gleich. Und ich eh schon alle durchschaut, Guan Yu. Er kann nix! Nix drauf außer Zahmelag. Wo ist das Hauptlager? Da unten. Ja, seht ihr, es bringt nichts. Das bringt nichts einzunehmen. Das heißt, wir gehen lieber hier unten lang, nehmen das ein und dann können wir schon direkt zur Hauptlager. Das
der schnellste und beste Weg. Oh, hier sind aber noch einige Offiziere, die ihr nerven wollen. Ja, der verpisst euch, ihr schafft es auch eh nicht, das einzunehmen. Hallo, verpisst euch. Sie sollen sich zurückziehen, Mann. Ich hab jetzt 4-5 Mal jetzt auf Verteidigen gedrückt und Jack Faye sagt's nicht. Kann halt nicht, Mann. Na geht doch. Jetzt hat er es endlich gesagt. Die Verbündeten, die es eh nicht einnehmen können, sollen sie wenigstens verteidigen, Freunde. Das ist der Gedanke dahinter. Oh, Lidin! Ich muss dir was ganz Wichtiges sagen. Ich muss dir wirklich was Wichtiges sagen. Was denn? Du hast ausgedient. Naja, I must withdraw. Du hast ausgedient, mein Freund. Das war's. Lidin. Ich glaube, Anken Dynasty, jetzt muss ich mal mit Lidin spielen. Also in Empires. Wir haben ein paar Empires vor uns. Ich wär's mit Dynasty Warriors 8 Empires, weil man den Lidin sogar... Ja, weil Lidin da ein eigenes Design hat. Da könnten wir ja mal machen, aber das dauert eh noch ewig. Vor allen Dingen Dynasty Warriors 8 Empires finde ich sehr schwach. Da haben wir halt noch die schlechteste Empires. Aber gut. Ja, mit Dynasty Warriors 4 Empires, das ist halt der Prototyp, aber das ist ja auch verzeihlich, weil das war das erste Empires, was jemals gegeben hat. Darauf basieren alle Empire-Spiele, auch die Samurai Warriors Empires, das war halt der absolute Prototyp. Die Dynasty Warriors 2, der Prototyp für alle Dynasty Warriors-Teile war. Und Warriors Games an sich. Das ist das erste Spiel, was so aufgebaut war, wie... Ja, wie man halt die Warriors Games kennt. Denn Dynasty Warriors 1 war, wie ihr wisst, ein Beat'em Up. Wer das mal sehen will, euch schon Let's Play, könnt ihr euch anschauen. Sehr sehenswertes Let's Play. War wirklich gut gemacht. Alle Cutscenes gezeigt, alle Modi gezeigt, alle geheimen Charaktere. Auch die Codes, um die geheimen Charaktere zu bekommen. Das war schon schön. Ist auch nicht zu lang. Wenn das Spiel noch nicht kennt, soll sich das mal reinziehen. Ursprünge von Dynasty Warriors. Alles fing mit einem kleinen, simplen Beat'em-up an. Nichts Besonderes war. Es war ein ganz nettes Beat'em-up, aber halt nichts Besonderes. Oh, das willst du gar nicht wissen, Dio-Chan, was ich mit dir tun will. Was will Dong Zhuo jetzt sagen? Ach, Dong Zhuo ist so eine coole Sau, Mann. Immer wenn er einen besiegt in Dark Souls 6, nur muhahaha, sagt er nur. Schade, dass wir den nicht mehr sehen werden. Weil in anderen Szenarios ist Dong Zhuo quasi gar nicht mehr da. Und Yujin geht doch nicht down. Ach, Kinos, was ist das denn hier? Wow, das war ja richtig viel Musu geben, weil wir so viele Gegner getroffen haben. Na, alles oder nichts, Musu rein. Das ist jetzt zu erreichen, oder? Yes! Ich hab doch gesagt, Lidin hat ausgedient. Den sehen wir nicht mehr. Hm, Dio-Chan. Aber nee. Ich bin geldgeil, ich brauch das Geld. Ach, zau, zau. Mensch, ich bin jetzt ganz einsam in Xucheng, keine Verbindung mehr zu deinen anderen Ländern. Oh, es tut mir aber leid. Nicht. Okay, Ling fucking Tong. Oh, guck mal, Tang habe ich auch maximal verbessert. Schön. Ling fucking Tong, da bist du. If it's weapons you want, you've come to the right place. Was kriegst du mal? Geistern, warum nicht? Mein Ding auch den Wachgeist. Wahres Mustur ist halt fertig. Jetzt kann man die Waffe ein bisschen verbessern. Nein, mein Level 3. Nee. Nicht Level 3, Level 2. Doch. Es ist doch Level 3. Wobei Level 4 würde halt Rennbrang 2 kriegen. So ist er absolut unspielbar. Rennbrang 1. Aber immerhin. Sieht auf jeden Fall schon mal besser aus. Gut. Zauzo greift nicht an. Na, wobei, das ist schon sehr billig. Na gut, meinetwegen. Ausnahmsweise mal, weil die Truppen erholen sich halt vollständig.
Schon ganz sinnvoll. Oh, die Ruhe vor dem Sturm wird auf jeden Fall aktiviert. Weil dann brauche ich die meiste Verteidigung nicht aktivieren. Weil ich ja gar nicht erst verteidigen muss. Das ist quasi die beste Version davon. Ich habe irgendwie da mal wieder Bock drauf. Schöne Lawine. Warum nicht? Ja, wird der Angriff mehr erhöht als hier. Wir brauchen eh nur 5 Minuten. Hoffe ich mal. Ganz ehrlich, ich habe jetzt die Balls, Felix Su Cheng ihm vor der Nase wegnehmen. Greift ihr jetzt an, jetzt sind wir stark genug. Los geht's. Zaster Battle werde ich aber noch nicht spielen, das gibt's erst im Finale, Freunde. Ihr wisst schon den Track. Besiege Zao Zao. Endlich ist es an der Zeit, sich zu rächen. Xu Xu Zhang He Zhao Pi Zhao Hong. Cheng Yu, Liu Ye und Xun Yu, die haben uns schon mal angegriffen, diese Armee, die kenne ich. Die haben wir schon mal besiegt, Freunde. Das nehmen wir jetzt, wir brauchen jetzt was episches Wuzang-Ebene oder so. Wuzang-Ebene Dice Voice 4, wie wär's damit? Oh ja, das passt gut. Sacred Knight. Ist zwar nicht Knight. Aber das hat sowas Finalmäßiges. So ein richtiger Showdown wird da vermittelt. Ja. So intens. Es ist jetzt hier ja auch intens. All den Niederlagen, all den Problemen, die wir mit Zao Zao hatten, sind wir jetzt langsam stark genug, um ihn aus dem Weg zu räumen. Deswegen ist es ganz geil. Es passt einfach so gut. Okay, dann wollen wir mal. Ja, schade, dass ich nicht mit den Steinschlag bis zu den Treppen gekommen bin, denn dann wären die Steine wirklich ins Rollen geraten. So haben die jetzt nicht viel gebracht. Vor allem ein bisschen wasted. Für die Lawine zu entscheiden, weil es echt nicht lange dauert, man. Nur so ein paar kleine Kieselsteine und dann ist schon vorbei. Es müsste wirklich bei weitem länger gehen. Ziemlich schwach eigentlich die Karte. Nicht sehr empfehlenswert. Holt euch nicht die Lawine für 2 Mana, Freunde. Ist einfach zu teuer. Okay. Hier ist Zhang He drin, ne? Dann wollen wir mal angreifen hier mit dem Musi. Da war es die Verstärkung hier, Verstärkung da, Verstärkung in Amerika. Kannst du noch so viele Verstärkungsbomben schicken? Werdst du alle niederstrecken? Hat Lu nicht sowas gesagt? Doch, Lu hat mal sowas gesagt. You keep sending them, and I keep knocking them down. Oder so ähnlich hat er es gesagt. Doch, doch. Ich weiß nur nicht, in welchen Dinosaurus. Aber er hat das gesagt, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn er 1000 Kills macht. Ich weiß, wer in jedem Dinosaurus. Passt überhaupt nicht zu dieser Map, aber. Ich mag den Track. Das erste Mal gegen Zao Zao. Erstmal, dass Zao Zao sich selber jetzt zeigen wird. Das ist das, was ich herausstellen wollte. Tschüss, die Huan San Yi. Sehr, sehr gut. Wo ist denn sein scheiß Hoppla eigentlich? Da ist es. Sind schon Verbündete, oder? Wir möchten jetzt Wangs die besiegen. Mit dem werden wir wahrscheinlich gleich noch zu tun haben. Mal ein weites Territorium einnehmen. Oh, Ahuinan, gut Job. Zao Hong besiegt. Oh, nervt mal nicht hier. So. Kannst du es bitte gerade einnehmen? Danke, Jingfei. Danke für deine Kooperation. Danke für deine gute Leistung. Dann wollen wir jetzt mal ein. Auf und davon. Auf zum Hauptlager. Alle Streitkräfte Angriff? Ha! Deine Streitkräfte sind schon lange im Sicht, Zao. Victory? Du meinst deine Niederlage, dein Defeat? In dieser Musu wird ich one-hitten. Tut mir leider leid.
Aber er wird es tun. Nee, wird er doch nicht. Wow, jetzt auch B. Wir kämpft. Er hat wirklich gekämpft, aber es hat letzten Endes doch gereicht. Ah, den tauschen wir wieder aus. Was soll denn ich mit Zoppi, Mann? Ich spiele nicht Schuh-Armee. Cheng Yu. Ah, jetzt kommen die echt alle wieder. Deine Final Performance will ich gar nicht sehen. Bin ja hier nicht vor anderen Ufer, was? Ganz im Ernst, das hat mit Zhang-He angestellt. Wow, der Zauzer kann gar nichts. Nur in seine Burg immer rumgammeln, seine Truppen in die Schlacht schicken und selber kann er überhaupt nichts. Was war das denn für eine Witzfigur? Ist der überhaupt gelevelt? War so schwach. Habt ihr gesehen, wie viel Zaupi ausgehalten hat und wie wenig Zauzer ausgehalten hat? Und gegen Zaupi habe ich sogar Musu verwendet. What the fuck? Okay, das wird dann easy. Zauzer so schwach ist. 2000 Gold. Jetzt mal haben wir nur 1800 bekommen. 1840, glaube ich. Es wird mehr. Gut, Lingyi Tongyi, wo bist du? Da ist der Lingyi Tongyi. Ey! Ey, ey, ey. So sind wir auf den Kreisplatz gekommen. Ah, immerhin Level 5. Besser als nicht. Kannst mich nicht angreifen, Zauzer. Viel stärker als sie vielleicht denken. Du bist der schlechteste Charakter in diesem Spiel. Tschüss. Real Talk. Von den spielbaren Charakteren, die ein eigenes Design haben, zumindest ist sie die schlechteste. Einmal Löwenschweif, das war kostbares Material, es war kein Müll. Das war auch nicht schlecht. Ja komm, just for fun wieder die Lawine, oder? Ja, just for fun. Ich weiß, dass es nicht richtig ist. Man hätte die Erfahrungspunkte wieder nehmen sollen, plus halt das, was der Angriff erhöht, wäre auf jeden Fall besser gewesen, aber egal. Mann, immer noch nicht Rennwagen 3. Aber ich glaube, bei Waffenstufe 7 gibt es Rennwagen 3. Naja, Kampf. Ist es ein Kampf oder doch eher ein Krampf? Ich glaube, es wird nur ein Kampf. Ich habe nicht wirklich Angst vor dem Trumpf von Zauzer mehr. Zu diesem Zeitpunkt nicht mehr. Wow. Der ist fast Level 50. Nicht schlecht. Ich glaube, die letzte Schlacht machen wir mit Liu Bei. Aber das dauert noch ein bisschen. Wen haben wir denn hier? Hey, nennenswerten? Hier sind nur Lappen. Hier sind wirklich nur schlechte. Außer King Doozy. Und Mitsu. Der war mal ganz zu Anfang in unserer Armee, haben wir rausgeschmissen, jetzt bei Zauzer. Sehr interessant. Nehmen wir das mal. Blutscheiße zum Wiederholen. Habe ich als Kiddie mal gesagt. Okay. Blutscheiße zum Wiederholen, Blutscheiße, dum. Ah ja. Okay. Oh, nix ist okay hier. What? Die wollen nicht aufgehen, diese dreckigen, miesen Wichser. Aber hier ist echt kein nennenswerter Offizier, ne? Das ist richtig geschenkt. Zauzer, irgendwie ist seine Offiziere scheiß verteilt. Oder hat er gar keine nennenswerten Offiziere mehr? Und Zaupi ausgetauscht, aber wenn er nicht wieder rekrutiert hat, wenn er jetzt enttäuscht von seinem Sohn ist, muss er nicht wieder in seiner Armee aufgenommen haben. Das muss nicht sein. Ah ja, ist schön für seinen Überraschungsangriff. Spielt so keine Rolle, alle für sich. Bam! Oh, was zum Geier, das ist gar kein Ende hier an Offizieren. Ich glaube, das war die komplette Armee, außer dieser einen Typ, der eben diesen Überraschungsangriff hat. Und da ist nur einer in der Burg, okay. Der Mitsu, der wartet da noch. Wo ist das feindliche Hauptlager? Das interessiert mich jetzt. Es ist da ganz, ganz oben. Oh, komm schon. Das ist nicht schön. Sollen die Verbündeten einnehmen, diesen Rotz? Ich kümmere mich um die andere Scheiße.
Oh, die Meats muss ich noch besiegen. Sonst strugglen die wieder gegen den. Wir kennen das. Ich muss nur das Lager erobern, dann könnten wir schon zum Hauptlager gehen. Blutscheiße zum Wiederholen. Okay. Dieses kleine süße Lagerchen müssen wir erobern. Dann können wir eigentlich schon zum Hauptlager, wenn die Verbündeten in der Zwischenzeit auch das Lager da unten einnehmen. Und ich nicht ausgehe. Aber egal, ich werde trotzdem schon zum Hauptlager marschieren. Schon mal ein bisschen schwächen. Natürlich kommen jetzt hier Verstärkungsturm. Oh, Zengi ist hier. Ja, das ist doch mal eine unangenehme Verstärkung hier. Oh doch, die waren schneller als ich. Jesus fucking Christ. Geben sie sich jetzt mal Mühe, die Verbündeten? Das hat sich so angehört, als hätten wir die gefangen genommen. Haben wir aber nicht. Whatever, whatever, what other. Dann würde ich sagen, geht's zum Hauptlager. Ist das sowas von klar? Hallo, hier ist Jack Faye. Ich hab nicht geklingelt, aber ich stürm trotzdem in die Bude. Bam. Jack Faye, I am Jack Faye. Euer Wein gehört jetzt mir. Erstmal gucken. Ist hier vielleicht ein Weinfass? Oh, hier könnte ein Weinfass sein. Muss mit betrinken. Nee, Quatsch. Ein bisschen Spaß ist auch mal sein, Freunde. Ist immer serious hier. Gerade wenn es ein bisschen gechillter ist, muss ich nicht so konzentriert mehr sein. Teilweise Parts in diesem Szenario, wo ich echt teilweise schweigen muss, weil es so schwer war. Der Angriff von Cao Caos Truppen war das Schlimmste und dann der Wu-Angriff war auch heftig zu Anfang des Spiels. Wo er noch richtig schwach war. War schon nicht so einfach hier das Szenario. Muss man einfach mal sagen. Ich habe den perfekten Weg eingeschlagen, erst die schwächeren Herrscher besiegt. Trotzdem war es nicht so einfach. Weil hier irgendwie da eben halt Wu und Wei angegriffen haben. Gott, jetzt sind die alle wieder hier. Das bedeutet Feuer, Verstärkung, Konzentration. Alles aktiviert. Verstärken ist so nice, weil dann wird man nicht mehr unterbrochen, wenn man getroffen wird von Gegner. Mal los hier. Wo ist Cao Cao? Die Flachpfeife, wo ist sie? Cao Cao, stell dich mir entgegen. So, wo ist der Typ? Da ist er, jetzt habe ich ihn gesehen. Oh, da ist ein Schatz. Das war, glaube ich, wieder ein Goldschatz. Gibt wieder Drachenmaterialien. Ach, Cao Cao, du Pfeife, ohne deinen Leutnant, du würdest gar nichts können. Hier ist aber so viel los, dass es trotzdem anspruchsvoll ist. Na, er hält wieder nichts aus. Das ist echt eine Pfeife. Das ist so lächerlich. Does my vision end here? No use struggling. You're mine now. What? Wir haben Cao Cao gefangen genommen. Wenn ich den jetzt rekrutiere, müsste ich doch gewonnen haben, oder? Was? Haben wir jetzt hier überraschenderweise das Szenario beendet? Ich wollte gerade sagen, ja, dann machen wir den Rest im nächsten Part, aber ich glaube, wir haben's. Rekrutieren. Link Tor raus. Richtig viel Spam, wenn die ganze Zeit verbessert, jetzt schmeißen wir raus. Ja! LOL! Das ist richtig schwer zu erreichen, dass jetzt auch das erste Mal das passiert ist. Ein Feind hier Herrscher gefangen zu nehmen, ist richtig unwahrscheinlich. Wow. The justice that we have upheld has triumphed over the chaos. In this new world too, let us walk the path of honor. You have finally done it. The land is yours. Your deeds will echo throughout the ages. Echo the Dolphin oder was? Congratulations, the land is as one. Our hopes and dreams have finally come true. My liege, congratulations. A new age is upon us. I just hope that my skills were of some use to you. Naja, bis vor Fahrzeugen hatten, ne, da hab ich dich herausgeschmissen.
finally did it. I'm glad I was along for the ride. No. Freu mich ebenso, Aruinan, dass du immer am Ball geblieben bist. Ganz ehrlich, Mann. Dein Kumpel Tong Chuna hat uns ja verraten, der alte Bastard. Aber du bist immer treu geblieben. Daumen hoch an, Aruinan. Richtiger Ehrenmann. Congratulations, my liege. The land is yours. Listen, you can hear the people's joyous cries from here. The land is united at last. Allow me to be the first to offer my congratulations. Du bist gerade der Letzte, der uns gratuliert. Aber egal. Wenn du im Herzen glaubst, dass du der Erste bist, der gratuliert hat, dann ist es alles okay. Dann sei dir das gegönnt. Just think. You, boss of the whole world. Now that calls for a celebration. Diese whole world? Wir haben gerade mal China erobert. Hast du noch etwa andere Visionen? Bist du jetzt machtgierig? Wahrscheinlich schon. With the world under your control, I can finally sense a new justice coming over the land. Stimmt, Machau hatten wir auch. Warum habe ich den denn nie genommen? Ah. Whatever. Bisschen schade, ne? Jetzt haben wir Zauberbattle gar nicht gespielt. Naja, vielleicht ein anderes Mal. Ist jetzt übrigens ein anderes Ending, weil wir eben halt quasi mit den Hahnkaiser zusammengearbeitet haben. Ist ein bisschen anders. Aber der erste Szenario mit der gelben Tour war eben halt nicht gemacht. War ja gegen die Hahn. What? Dass Chang Fei da nicht mehr trinkt. Oh, wahrscheinlich keinen Wein. Andererseits eigentlich schon. Da ist nicht der Kaiser. Und da ist es wieder durchgespielt. Krass, hätte ich echt nicht mitgerechnet. Überraschendes Ende. Zum Speicherbildschirm. Ach, ja, ja, klar. Ja, ja, natürlich. Gut, Freunde, dann fangen wir schon im nächsten Part tatsächlich mit dem neuen Szenario an. Sehr überraschend, wirklich. Ich komme echt nicht drüber weg, dass wir den jetzt random gefangen genommen haben. Und im nächsten Szenario spielen wir eben mit Cao Cao. Wir haben jetzt die ganze Zeit die Waitrom nicht beachtet, nicht mit denen gespielt quasi. Und jetzt werden wir was tun. Wir werden China vereinen, wir werden Cao Caos Vision diesmal erfüllen. Er wird auf jeden Fall das Land unter seinem Banner kriegen. Hoffe ich zumindest mal. Ich hoffe, dass alles glatt läuft. Weil dieses Szenario ist ziemlich tough. Das ist ein schwieriges Szenario. Weil die Gegner eben halt auch schon so viel am Anfang haben. Ich habe auch so viel mit Cao Cao, wahrscheinlich sogar am meisten, aber die Gegner sind halt nicht von schlechten Eltern. Werden direkt wahrscheinlich gegen Shu kämpfen, so wie es historisch gesehen auch Sima Zhao gemacht hat. Der hat ja erst Shu vernichtet und dann hat er Wu vernichtet. So will ich es halt auch mal. Und dann gibt es auch noch Meng Huo. Meng Huo ist trotzdem dabei, obwohl es die drei Königreiche heißt. Das ist ganz interessant. Ja, Freunde, ich hoffe, ihr freut euch auf das letzte, na, eigentlich vorletzte Szenario, weil es gibt halt noch das Chaos-Szenario mit den erstellten Charakteren und. Aber ja, das letzte reguläre Szenario ist es halt. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Falls ja, Daumen hoch. Falls nicht, könnt ihr es wie gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao. Danke fürs Anschauen. Macht's gut, haut rein.